11 Jahre alt, 14 Jahre alt, 17 Jahre alt, 18, 18 und nochmal 18. Junge Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet in übelster Art und Weise getötet. Ihre Leichen wurden in Kläranlagen oder in Kanalschächten gefunden. Bis heute ist der Fall unaufgeklärt. Ein Serientäter geht um in Südhessen. Doch was macht er? Wo lebt er? Wie hat er die Menschen umgebracht und warum? Der Fall beschäftigt die Polizei bis heute. Vor allem, weil er so abscheulich war. Der Mörder muss ein Mann sein, sagt die Polizei. Kaltblütig, brutal, pervers. Seine Opfer sucht er nachts in Offenbach, vor allem aber im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Baseler Platz. Junge Männer, vorwiegend Homosexuelle. Auch Kinder tötet er. Der Baseler Platz war ein beliebter Treffpunkt für junge homosexuelle Männer. Auch in der Nähe ein Spielsalon, er hieß damals Tivoli, auch ein beliebter Treffpunkt in der Szene. Er fesselt seine Opfer, die Hände auf den Rücken, dann quält er sie, brutal und abscheulich. Einige Männer leben offenbar noch, als er sie entsorgt. Wie Müll, wie Dreck schmeißt er sie in die Kanalisation. Ihre Lungen füllen sich mit Kanalwasser. Einige der Opfer ertrinken. Wochen, Monate liegen die Leichen zwischen Kot, Dreckwasser und Ratten. Irgendwann werden sie rausgespült. Aus der Kanalisation kamen die Leichen hier an in der Kläranlage in Erzhausen. An der sogenannten Schnecke wurden sie dann hochtransportiert. Doch diese Schnecke hat die Leichen wahnsinnig entstellt. Der Anblick fürchterlich für die Ermittler. Horst Krupp leitet damals die Ermittlungen. Die Bilder, die er gesehen hat, haben sich eingebrannt in seinem Kopf. Die Opfer, ihr Anblick, die Brutalität. Auch wenn er heute Rentner ist, diese Morde beschäftigen ihn immer noch. Dieser Fall hat mich und auch meine Kollegen sicher sehr berührt, weil es ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Tötungsart, mit der wir es jetzt zu tun hatten. Sehr ungewöhnlich und sehr brutal. Man muss davon ausgehen, die Leichen dürften zum Teil in den Kläranlagen ertrunken sein oder zumindest in den Kanalsystemen ertrunken sein, bevor sie angeschwemmt worden sind. Die Leichenteile verstopfen die Kläranlagen. Polizei Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, sie alle arbeiten eng zusammen in der Hoffnung, den Täter schnell zu fangen, noch bevor er wieder zuschlägt. Doch er ist schneller. Seine Serie beginnt 1976 in Stangenroth bei Gießen mit einem Einzelmord. 6 Jahre später, 1982, schlägt er richtig zu. Leichen werden in den Kläranlagen Erzhausen und Dreieich angespült. Ein Jahr später 3 Opfer in den Kläranlagen Frankfurt und wieder Erzhausen. 1989 sein wohl letztes Opfer. Ein Junge liegt in einem Kanalschacht in Offenbach, 11 Jahre alt. Wir hatten die Situation in den Kläranlagen durch diese Schnecken, wo diese groben Teile normalerweise beseitigt werden. Die Leichen sind also quasi durch diese Schnecken gewandert, sind teilweise sehr zerstört worden und hatten insofern große Schwierigkeiten, die Leichen zu identifizieren zunächst, was ja eine wichtige Voraussetzung ist für unsere weiteren Ermittlungen. Die Kripo fotografiert Kleider der Opfer. Die Polizisten suchen in Akten von vermissten Menschen. Erst nach 2,5 Jahren können sie das erste Opfer identifizieren. Dann alle toten jungen Männer. Markus, 17 Jahre alt. Erik, auch er erst 17. Bernd ist 18. Daniel ist 14, als er stirbt. Fouad auch. Oliver, nur 11 Jahre alt. Vom 7. Opfer gibt es kein Foto. Die Männer wurden regelmäßig abends im Bahnhofsmilieu gesehen, in Frankfurt und Offenbach. Die meisten kannten sich, sagt Kommissar Horst Krupp. Der Jüngste, Oliver, ist einfach von zu Hause abgehauen, wollte die Welt alleine erkunden und traf auf seinen Mörder. Der Serienkiller und seine Morde, für die Polizei ein Wettlauf mit der Zeit. Die Angst ist natürlich da, dass man so jemanden nicht fangen kann oder nicht überführen kann. Schlimmer für uns ist eigentlich, wenn man einen Täter eigentlich hat, von den polizeilichen Ermittlungen her, aber letztlich die Tat nicht nachgewiesen werden kann und es kommt nicht zum Prozess. Die Polizei ermittelt gegen einen 51-jährigen Mann. Er hat hier im Riederwald einen Schrebergarten. Dort veranstaltet er 6 Spiele mit jungen Männern. Sie werden sadistisch gequält. Sie erstatten Anzeige, der Mann wird verurteilt. Jedoch gibt es keine Beweise, dass er auch für die 7 Morde verantwortlich sein könnte.
Nach wie vor fragt sich also die Polizei, wer ist der Täter? Was hat er für ein Motiv und warum macht er das? Fragen, auf die vielleicht Kriminalpsychologe Rudolf Eck eine Antwort hat. Der Serientäter muss einsam leben, ohne Familie und Freunde, vermutet Rudolf Eck. Es könnte sein, dass es jemand ist, der selbst als Kind missbraucht wurde von einem Mann und der von daher sowas wie eine Hassliebe zu sexuellen Kontakten zu gleichgeschlechtlichen Personen entwickelt hat. Also nicht jemand, der sich zu seiner Homosexualität ganz offen bekennen kann, der damit auch umgeht mit seiner Umgebung, sondern jemand, der das in einer ganz verqueren Form aufgenommen hat, vielleicht selber ablehnt, in sich ablehnt, aber auch bei anderen Personen ablehnt und trotzdem nicht davon loskommen kann, sodass er ständig hin und her gerissen ist. Wenn man heute noch einen finden könnte, ja, der uns das bestätigt, dass der mit unseren Leuten, die da gefunden worden sind, tatsächlich zusammen war und wenn wir entsprechende Nachweise an Spuren hätten, um ihm das beweisen zu können, ja, das wäre schon eine gute Sache. Markus, Erik, Bernd, Daniel, Fouad und Oliver. Junge Männer, die auf der Suche nach einem glücklichen Leben waren. Keiner konnte sie vor dem Mörder schützen. Die Polizei hat 7 Leichen, aber keinen Täter. Wer hat die 7 jungen Menschen umgebracht? Wer kennt den Täter? Hat er sich jemanden anvertraut? Hat er erzählt, warum er die jungen Männer umgebracht hat und wie? Hinweise bitte an das Landeskriminalamt in Wiesbaden. Und eines ist sicher, Mord verjährt nie. Auch nicht der an den 7 jungen Männern aus dem Rhein-Main-Gebiet.